So, zurück. Die Akademie ist abgestürzt. Mann, Mann. Und jetzt können wir noch mal gegen den Doppelklingenmann kämpfen. Oder wie es da heißt, Reborn Master. Hoffentlich ist jetzt der Speicherstand nicht kaputt. Toi, toi, toi. Juhu! Ich wollte dich doch töten. Hast du vergessen? Du wirst sterben. Du wirst sterben. Hast du Angst vor mir? Zwei Schwerter? Sich nicht verstehen. Jetzt das große Finale. Das Aloha in der zweiten Liste. Der Kampf. Zweiter Endgegner sozusagen. Ja, Punkt. Ich spüre deine Gegenwart, Jane. Rush, was machst du denn hier? Die Jünger Ragnos brachten mich hierher. Erst dachte ich, sie wollten mich töten, aber ich habe sie falsch eingeschätzt. Spürst du, wie viel Macht in der dunklen Seite steckt? Kyle behindert uns. Jaden, du solltest diese Kraft spüren. Das übersteigt jede Vorstellung. Rush, was redest du da? Du bist ein Jedi. Nein. Nein, ich. Genug Gerede! Rush, vernichte diesen Jedi, damit wir unsere Aufgabe erfüllen können. Jawohl. Wenn du zu schwach bist, dich uns anzuschließen, Jane, dann darfst du uns nicht im Weg stehen. Junge, du willst ein Po aufs Maul. Stirb! Versuch das nochmal. Erst die Helferchen hier. Ich fang dich. Zahlen sie. Alter, du kannst ja klonen wie Lund. Alter. Ist wohl nicht gefordert worden, Mann. Du bist schwach. Was sagt er denn? Tolle Antwort. Alter. Stell dich mir hin.
Stirb du! Aha. Dafür wirst du bezahlen, Jedi. Du entkommst mir nicht. Du kannst uns nicht aufhalten. Unbezwingbar. Wir sind unbezwingbar. Alter, du kannst das schon. Wow. Du bist schwach. Und mal ein bisschen Energie. Ich finde dich. Schon wieder? Oh Mann. Ich so, Treffer. Dich. Oh. Usually, shootly. Du kannst uns nicht aufhalten. Ja. Stirb jetzt, Mitläufer. Feige. Du lässt dich von anderen heilen. Du entkommst mir nicht. Wir sind unbezwingbar. Du bist schwach. Mein Freund, jetzt kannst du was erleben. Und ich werde es. Du bist schwach. Nein. Du kannst uns nicht aufhalten. Du musst doch richtig süß. Doch einfach auf. So, gleich habe ich ihn. Dann. Na, du kommst nicht nah. Ah, er schreit schon. Blöder Wichser. Heil ich. Oh.
Hast du geglaubt, ich würde meinen neuen Schüler so leicht aufgeben? Tavion. Du hättest mich töten sollen, als du die Chance dazu hattest, Katarn. Dein jämmerliches Jedi-Mitleid ist eine Schwäche, die dich dein Leben kostet. Und das der Akademieschüler. Aber nicht deines, mein lieber Rosh. Komm. Ja, Tavion. Rosh, nein! Na, eure kleine Freundschaft kann es nicht mit der Kraft der dunklen Seite aufnehmen. So weit ist es gekommen, Tavion. Die Macht häppchenweise stehlen wie irgendein intergalaktischer Parasit. Verschon mich damit, du selbstgerechter Katarn. Du magst mich gedemütigt haben, als du mich am Leben gelassen hast, aber dann habe ich das gefunden. Jetzt habe ich einen neuen Meister, der mir alle Kraft versprochen hat, um dich und alle Jedi zu vernichten. Ragnos, was kann dir ein toter Lord der Sith geben? Das, was ich schon immer wollte. Aber du wirst das nicht mehr erleben. Lange kann ich nicht mehr. Halt durch. Kehre zur Akademie zu der Stadt Luke, berichtet, was du auf dem Dschungel gefunden hast. Wir haben uns befreit und überall umgesehen, doch Tavion hatte sich Rosh geschnappt und war geflohen. Jetzt wissen wir, wer diesen Kult anführt. Aber das erklärt noch nicht, wieso sie so viele Anhänger der dunklen Seite haben. Ein paar von Dissans Wiedergeborenen waren bei ihr. Und bezüglich der Kultanhänger hat Jaden eine Theorie. Wenn das Zepter die Macht speichern kann, kann es sie vielleicht auch freisetzen. Tavion könnte damit ihre Anhänger stärken. Verdorbene Jünger auf der dunklen Seite der Macht. Das würde viel erklären. Konntest du dir das Zepter ansehen? Ja, es gehörte wohl Ragnos. Wir werden rausfinden müssen, was Tavion damit vorhat, wenn wir sie stoppen wollen. Einverstanden. Du wirst ein neues Lichtschwert fertigen müssen, das das Verlorene ersetzt. Während wir versuchen, Tavions nächsten Schritt zu erahnen, möchte ich, dass du eine aktivere Rolle an der Akademie übernimmst. Sir? Jaden, du hast auf Vijun ausgesprochen überzeugend agiert. Um sich drei dunklen Jedi zu stellen und sie zu besiegen, braucht es Tapferkeit und Talent. Ich denke, du bist bereit, dich ab sofort Jedi-Ritter zu nennen. Glückwunsch. Ja, Meister Skywalker. Vielen Dank. Ja. Jaden, nach dem Kampf spürte ich den Hass in dir wachsen. Du magst jetzt ein Jedi-Ritter sein, doch musst du dich vor der dunklen Seite hüten. Ja, Kyle, ich werde dich nicht enttäuschen. So. Ne, ich bleib bei einem Chat, das hat Style. Und ein Rohrstifter. Ich bin ein Unruhestifter. Fortsetzen. Da du nun ein Jedi-Ritter bist, haben Luke und ich entschieden, dich auf anspruchsvollere Missionen zu entsenden. Sei aber vorsichtig. Gefahren lauern überall. Biss. Ort Mantel. Yalara. Tanab. Chandrilla. Die letzten 5 Missionen. Aber die stehen noch in den Sternen. Und zwar in den nächsten Videos. Bis dann, bleibt dran. Und weiter geht's jetzt hier. Wir haben jetzt Rosh in die Schranken gewiesen. Er ist das geworden, was ich immer sein wollte. Und wir starten jetzt das sozusagen letzte Kapitel von Jedi Akademie, bevor es zum absoluten Endfight kommt. Wir starten mal wieder von oben. Wir haben von den Chandrianern gehört, dass ein paar Anhänger des Kults in eine alte Grabkammer eingebrochen sind. Da ein Jedi-Ritter begraben ist, begib dich schnell dorthin und verhindere, dass sie noch mehr Energie der Macht sammeln können. Wenn sie wirklich versuchen, Machtenergie aus diesem Grab zu entziehen, könnte Tavion dort sein. Pass auf und ruf Hilfe, falls du sie entdeckst. Eins meiner absoluten Lieblingslevel, ich weiß auch nicht wieso, aber es gefällt mir einfach. Ich früher gerne gespielt. Natürlich wieder böse. Er braucht das hier schon.
Und auf geht's. Ja, da steht ja das Gleiche, was ich gerade gelesen habe. Und let's go. Ja. Tevi und Zelfa bereiten ihre Ankunft auf Innere, dass sie das I-Grab entweihen. Komm runter. Du findest durch mich den Tod. Und? Wow. Und runterfallen. Bis zum. Mein Meister hat mich viel gelehrt. Ein toter Sith Lord. Ich kann in diesem Ding kaum sehen, als wäre ich schon wieder eine Sturmtruppe. Du warst bei den Sturmtruppen? Ja, aber ich habe es nicht ertragen, immer Befehle zu bekommen. Daher bin ich mit dem ersten Schiff geflohen. Clever. Ach, übrigens, der Boss hat uns befohlen, an der nördlichen Halle zu patrouillieren. Na dann mal los. Zack. So schnell geht das. Schnell speichern. Du entkommst nicht! Haben sie nicht mit gerechnet. Und Sprung. Was geht hier vor? Hey! Ich spüre deine Angst. Darum mag ich das Level. Das war cool. Die Kräfte sind dann jetzt mal ausreichen. Da komme ich nicht lang. Nein, sieht so aus. Bis diese Bombe kommt, ja. Praktische Zielübung. Bing, bing. Zweimal. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Und wirft noch. Eins. Zwei.